begib dich auf eine außergewöhnliche Reise an den Rand unseres Sonnensystems, zum mysteriösen Zwergplaneten Pluto. Einst als der 9. Planet klassifiziert, hat Pluto nichts von seiner Faszination eingebüßt. In dieser Dokumentation entführe ich dich in eine Welt, die nicht nur durch ihre Entfernung besticht, sondern auch unerwarteterweise sehr vielfältig ist und vielleicht sogar die Voraussetzungen für außerirdisches Leben bietet. Du wirst entdecken, dass die Atmosphäre von Pluto saisonal schwankt und mit der Oberfläche stärker interagiert, als man es bei einem so kleinen Planetoiden erwarten würde. Mehrere Milliarden Kilometer von jedem terrestrischen Planeten entfernt, war er einst der 9. Planet. Er machte den Satz: "Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten vollständig." Doch weil die Astronomie stetig fortschreitet und Definitionen sich ändern, wurde Pluto von nun an als Zwergplanet gehandelt. Ein Himmelskörper, der seine Bahn nicht von anderen planetaren Resten aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems säuberte. Aber halt, wollt ihr da vielleicht sagen, ist Pluto denn nicht alleine da draußen und wird nur von seinen 5 Monden Charon, Styx, Kerberos, Nix und Hydra begleitet? Eben nicht. Der Zwergplanet ist Bestandteil des Kuipergürtels, einer Region im Sonnensystem, die sich hinter der Bahn von Neptun befindet und zahlreiche eisige Himmelskörper beherbergt. Hier gibt es nicht nur Zwergplaneten, sondern auch zahllose Kometen, von denen einige ihren Weg ins innere Sonnensystem finden, wenn sie auf ihren langgezogenen, elliptischen Bahnen auch bei den äußeren Gasplaneten und inneren terrestrischen Planeten vorbeischauen. Auch Pluto hat einen sehr exzentrischen Orbit, wie wir noch sehen werden, doch führt seine Bahn glücklicherweise nicht an Erde und Co. vorbei. Doch was ist mit Plutos Atmosphäre? Was ist mit seiner Oberfläche, die erst 2015 durch den Besuch von New Horizons erstmals hochauflösend abgebildet werden konnte? Was hat es mit seinen 5 Monden auf sich, von denen Charon halb so groß ist wie Pluto und die anderen eher unförmige Eisklumpen darstellen, die vielleicht aus der Kollision eines größeren Himmelskörpers mit den Zwergplaneten stammen? Zahllose Geheimnisse umgeben diese ferne Welt auch noch heute, über fast 100 Jahre nach seiner Entdeckung und 8 Jahre, nachdem die Sonde New Horizons dem Planeten einen Besuch abstattete. Diese Fragen werden uns heute beschäftigen. Ihr werdet eine der fernsten Welten des Sonnensystems besuchen und Dinge erkunden, von denen ihr vielleicht noch nie etwas gehört habt. Deshalb schnallt euch an und macht euch bereit für eine Reise, die Jahrzehnte dauern würde, wenn wir sie mit herkömmlichen Raketentriebwerken unternehmen würden. Schließt die Raumschiffluken und los geht es! Jenseits des Planeten Neptun liegt fast nichts. Das sehr ferne Sonnensystem ist seit jeher bekannt als Reservoir von Kometen und kleineren Himmelskörpern, den transneptunischen Objekten. Bereits der letzte Gasplanet ist von der Sonne aus gesehen ca. 4,5 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Jeder Planet, jeder Komet und jedes Staubkorn in dieser Region werden von nur einem kleinen Bruchteil des Sonnenlichtes beschienen, welches die Erde erhält. Und doch liegen hier faszinierende Welten, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Himmelskörper, die trotz ihrer geringen Größe und Masse vielfältig und komplex sind. Ein solches Objekt ist der ehemals 9. Planet des Sonnensystems, Pluto. Er befindet sich im Kuipergürtel, einem Ring aus Körpern jenseits der Neptunbahn und trägt die Kleinplanetenbezeichnung 134340 Pluto. Als 9. und 10. massivstes Objekt, das die Sonne direkt umkreist, ist es das größte bekannte transneptunische Objekt nach Volumen und nur weniger massereich als Eris. Wie andere Körper im Kuipergürtel besteht Pluto hauptsächlich aus Eis und Gestein und ist deutlich kleiner als die inneren Planeten, ja sogar als die Monde unseres Sonnensystems. Mit nur einem Sechstel der Masse des Erdmondes ist Pluto ein bemerkenswert kleiner und massearmer Körper und doch verfügt er über 5 bekannte Monde, von denen Charon der größte ist. Er ist etwa halb so groß wie Pluto selbst. Styx, Nix, Kerberos und Hydra vervollständigen die Familie seiner natürlichen Satelliten. Charon und Pluto werden manchmal als Doppelsystem betrachtet, da der gemeinsame Schwerpunkt ihrer Umlaufbahn außerhalb beider Körper liegt und sie zudem synchron rotieren. Erst am 14. Juli 2015 lieferte die Raumsonde New Horizons bei ihrem Vorbeiflug die ersten detaillierten Messungen und Beobachtungen von Pluto und seinen Monden.
doch sah die Suche nach einem Planeten jenseits des Neptuns vor 2 Jahrhunderten noch ganz anders aus, als man nicht mal den letzten Gasplaneten kannte. Dieser wurde nämlich erst gefunden, nachdem der französische Mathematiker und Astronom Urbain Le Verrier in den 1840er Jahren die Newtonsche Mechanik dazu nutzte, um die Position des damals noch unentdeckten Neptun vorherzusagen, nachdem er Störungen in der Umlaufbahn des Uranus analysiert hatte. Nachfolgende Beobachtungen der Bahn des letzten großen Eisriesen im späten 19. Jahrhundert veranlassten Astronomen zu der Spekulation, dass sie durch einen weiteren, bis dahin unbekannten Planeten gestört wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts begann der wohlhabende Bostoner Percival Lowell ein umfangreiches Projekt zur Suche nach einem möglichen 9. Planeten, den er Planet X nannte. Bis 1909 hatten Lowell und William H. Pickering mehrere mögliche Himmelskoordinaten für einen solchen Planeten vorgeschlagen. Lowell und sein Observatorium führten die Suche fort, unter Verwendung mathematischer Berechnungen von Elizabeth Williams, allerdings bis zu Lowells Tod 1916 ohne Erfolg. Ohne Lowells Wissen enthielten seine Beobachtungen 2 schwache Bilder von Pluto, aufgenommen am 19. März und 7. April 1915, die jedoch nicht als solche erkannt wurden. Es gibt 14 weitere bekannte Beobachtungen, die vor der eigentlichen Entdeckung gemacht wurden und auf denen Pluto nicht identifiziert wurde. Nach dem Tod von Lowell begann ein 10-jähriger Rechtsstreit zwischen seiner Witwe Constance Lowell und dem Lowell-Observatorium über sein Erbe, und die Suche nach Planet X wurde erst 1929 wieder aufgenommen. Vesto Melvin Slipher, der Direktor des Observatoriums, übertrug die Aufgabe, Planet X zu lokalisieren, an den 23-jährigen Clyde Tombaugh, der gerade erst am Observatorium angekommen war, nachdem Slipher von einer Probe seiner astronomischen Zeichnung sehr beeindruckt war. Tombaughs Aufgabe bestand darin, den Nachthimmel systematisch in Paaren von Fotografien abzubilden und dann jedes Paar zu untersuchen, um festzustellen, ob sich Objekte verschoben hatten. Mit einem Blinkkomparator wechselte er schnell zwischen den Ansichten jeder der Platten hin und her, um die Illusion einer Bewegung von Objekten zu erzeugen, da sich ihre Position oder ihr Aussehen zwischen den Aufnahmen verändert hatten. Am 18. Februar 1930 entdeckte Tombaugh nach fast einem Jahr Suche ein mögliches bewegliches Objekt auf fotografischen Platten. Eine qualitativ schlechtere Fotografie vom 21. Januar half, die Bewegung zu bestätigen. Nachdem das Observatorium weitere bestätigende Fotografien erhalten hatte, wurde die Entdeckung am 13. März 1930 per Telegramm an das Harvard College Observatorium gemeldet. Nach der Bestätigung der Entdeckung wollten die Astronomen nun einen passenden Namen suchen. Sie veranstalteten einen Namensfindungswettbewerb, um eine passende Bezeichnung zu finden, und erhielten Tausende von Vorschlägen. Die Liste der Favoriten wurde auf Minerva, Pluto und Kronos reduziert. Minerva fiel weg, da dieser Name bereits für einen Asteroiden vergeben war, und Kronos wurde aufgrund der Unterstützung durch den wenig beliebten Astronomen Thomas Jefferson Jackson C. abgelehnt. Nach einer einstimmigen Wahl im Observatorium unter Zustimmung durch die American Astronomical Society sowie die Royal Astronomical Society in Großbritannien wurde Pluto als Name festgelegt und am 1. Mai 1930 offiziell bekannt gemacht. Der Name Pluto war nicht nur aufgrund mythologischer Zusammenhänge passend, der Gott Pluto war einer von 6 überlebenden Kindern des Saturn und die Namen seiner Geschwister waren bereits an andere große und kleine Planeten vergeben, sondern auch, weil der Buchstabe P und das L in Pluto die Initialen von Percival Lowell, dem Gründer des Observatoriums, waren. Der Name Pluto fand schnell Eingang in die Popkultur und die Wissenschaft, inspirierte Walt Disney zur Namensgebung von Mickey Maus Hund und veranlasste den Chemiker Glenn T. Seaborg dazu, das neu entdeckte Element Plutonium nach dem damals letzten Planeten zu benennen. Doch waren die Astronomen vor allem von Plutos Bahn überrascht. Temporär reicht er nämlich über die Bahn des Neptun hinaus und kommt der Sonne näher als der Gasplanet. Die meiste Zeit seiner beeindruckend langen Umlaufbahn verbringt Pluto jedoch hinter dem Neptun. Er benötigt für eine Umrundung der Sonne ca. 248 Jahre und ist derart weit von der Sonne entfernt, dass er der langsamste der ehemals 9 Planeten ist. Gerade einmal 4,7 Kilometer pro Sekunde hat er auf seiner Bahn drauf. Nicht gerade schnell, wenn man andere Himmelskörper als Vergleich hat. Erst im Jahr 2178 wird der Zwergplanet seine erste vollständige Umlaufbahn seit seiner Entdeckung vollenden.
Doch hier hört seine Exzentrizität nicht auf. Er umkreist die Sonne in einer sehr elliptischen, der Ekliptik stark geneigten Bahn. Diese ist übrigens die scheinbare jährliche Bahn der Sonne durch den Sternenhimmel aus der Perspektive der Erde, welche der Ebene der Erdumlaufbahn um die Sonne entspricht. Sie ist eine Referenzebene, gegen welche die Position der Planeten und der Monde im Sonnensystem gemessen werden. Doch wie kann man eine Welt, die so weit entfernt ist, von der Erde aus beobachten? Und was ist das plutonische Beobachtungsparadoxon? Die Neugier der Astronomie-Community bezüglich des Zwergplaneten war schon immer groß. So wunderten sich einige Pluto-Fans über die Helligkeit der Bilder, die von der New Horizons-Sonde zurückgesandt wurden. Trotz der großen Entfernung von der Sonne zeigen die Aufnahmen Plutos Oberfläche in einem erstaunlich hellen Licht. Dies warf einige Fragen auf, etwa, wie kann eine Sonde in mehreren Milliarden Kilometern Entfernung derart detaillierte und gut beleuchtete Aufnahmen eines fernen Planeten erstellen? Sollte die Oberfläche nicht in einer dämmerigen, nahezu vollständigen Dunkelheit gebadet werden? Willkommen beim plutonischen Beobachtungsparadoxon. Die Antwort auf die eben gestellten Fragen liegt in der relativen Helligkeit, die der Zwergplanet erreichen kann. Sie ist zwar schwächer als das, was wir auf der Erde gewohnt sind, aber nicht so finster, wie man vielleicht vermuten würde. Tatsächlich entspricht die Helligkeit auf Pluto zur Mittagszeit etwa der Dämmerung auf der Erde. Dieses Phänomen, das als Pluto-Zeit bekannt ist, kann man auf der Erde zweimal täglich erleben, eben in der Morgendämmerung und in der Abenddämmerung. Um dieses Konzept zu veranschaulichen, können wir eine Webseite besuchen, auf der man berechnen kann, wann die nächste Pluto-Zeit am eigenen Standort stattfinden wird. Das zeigt, dass selbst unter diesen Lichtverhältnissen moderne Kameras wie die eines Mobiltelefons immer noch in der Lage wären, klare Bilder und Videos auf Pluto aufzunehmen. Pluto empfängt durchschnittlich nur 1/1600 der Sonneneinstrahlung, die die Erde erreicht, was der Helligkeit einer typischen Innenbeleuchtung entspricht, wie sie in Treppenhäusern oder Korridoren zu finden ist. Diese Menge an Licht, etwa 60 Lumen pro Quadratmeter, mag für das menschliche Auge nicht außergewöhnlich hell erscheinen, aber es ist ausreichend für moderne Kameras, um klare Bilder zu erfassen. Selbst wenn diese Lichtmenge für ein Objektiv zu gering wäre, könnten längere Belichtungszeiten genutzt werden, um auch in dunkleren Situationen noch Details sichtbar zu machen. Als Beispiel kann eine Aufnahme bei Nacht mit einer 15-Sekunden-Belichtung dienen, die zeigt, dass moderne Kameras in der Lage sind, auch unter schwachen Lichtbedingungen beeindruckende Details einzufangen. Und sollte das Bild immer noch zu dunkel erscheinen, besteht zudem die Möglichkeit, die Helligkeit mit Bildbearbeitungssoftware nachträglich zu erhöhen. Daher erscheint Pluto auf den Fotos der New Horizons-Sonde so hell. Die Kombination aus angemessener natürlicher Beleuchtung, sogar bei Pluto-Zeit, und den Fähigkeiten moderner Kameratechnologie und Bildbearbeitung ermöglicht es, selbst weit entfernte Welten wie den Zwergplaneten in einem Licht zu zeigen, das reich an Details ist. Unser Beobachtungsparadoxon besitzt jedoch einen weiteren Aspekt, der ein wenig merkwürdig klingt, wenn wir die Pluto-Zeit bedenken. Gegenüber weit entfernten Galaxien und trotz seiner guten Lichteigenschaften besitzt Pluto eine enorm erschwerte Beobachtbarkeit. Sollte man den Himmelskörper nicht deutlich detaillierter, auch mit erd- oder weltraumgebundenen Teleskopen observieren können? Die Probleme resultieren aus einem Konzept, das als Winkelausdehnung bekannt ist. Dieses Maß gibt an, wie groß ein Objekt am Erdhimmel sichtbar ist. Die Andromeda-Galaxie, die etwa 2 Millionen Lichtjahre entfernt ist, besitzt eine scheinbare Größe von 3 Grad. Sie ist so groß, dass sie 6-mal breiter als die Sonne oder der Mond erscheint. Das Hubble-Teleskop ist beispielsweise nicht in der Lage, die gesamte Galaxie in einem einzigen Bild einzufangen, was zu einem Mosaik aus Hunderten von Einzelaufnahmen führt, um ein Gesamtbild zu erstellen. Andere Galaxien, wie die Pinwheel-Galaxie, sind zwar weiter entfernt als Andromeda, erscheinen aber immer noch groß genug am Himmel, um von Hubble mit beachtlichen Details erfasst zu werden. Dieser Umstand verdeutlicht, dass die scheinbare Größe eines Objektes eine entscheidende Rolle spielt, wie gut Teleskope dieses erfassen können. Im Vergleich dazu ist Pluto, obwohl er unserem Planeten viel näher ist, winzig klein am Nachthimmel. Mit einer Winkelausdehnung von nur 0,11 Bogensekunden ist er so klein, dass es schon eine beachtliche technologische Leistung darstellt, dass Hubble überhaupt Details auf seiner Oberfläche erkennen konnte. Größere Planeten im Sonnensystem, wie Jupiter oder Saturn,
können aufgrund ihrer größeren Winkelausdehnung viel klarer abgebildet werden. Das ist auch kein Wunder, denn sie sind uns näher und besitzen die vielfache Größe des Zwergplaneten. Die Mission der New Horizons-Sonde zu Pluto war deshalb so bahnbrechend, weil die direkten Aufnahmen des Zwergplaneten Details offenbarten, die von der Erde aus nicht zu erkennen waren. Jedes Bild, das von der Sonde zurückgesendet wurde, lieferte neue Erkenntnisse, die die Wissenschaft zuvor nicht hatte. Ein irdisches Beispiel kann das Konzept der Winkelausdehnung weiter veranschaulichen. In einem Foto, das Gegenstände in verschiedenen Entfernungen und Größen zeigt, kann eine nahe, kleine Blume als Pluto gedacht werden, unscharf und schwer zu erkennen. Im Hintergrund des Bildes könnten hingegen klar sichtbare Gebäude stehen, die entfernte Galaxien repräsentieren. Dieses Bild hilft vielleicht zu verstehen, wie Hubble in der Lage ist, weit entfernte Galaxien detailliert zu erfassen, während Pluto nur als ein undeutlicher Fleck erscheint. Gerade haben wir es schon angesprochen. Pluto liegt derart weit entfernt von der Erde, dass nicht nur die Beobachtungen von Hubble aus dem Erdorbit heraus ein Wunder sind. Es ist auch erstaunlich, dass man überhaupt herausfinden konnte, was für einen Orbit der Zwergplanet besitzt und wie lange er benötigt, um einmal die Sonne zu umrunden. Wie ist die Umlaufbahn einer derart kleinen, von Eis geprägten Welt fernab von Licht und Wärme? Schauen wir uns erst ein paar Grundlagen von Plutos Orbit an, um dann auf die merkwürdigen Eigenschaften einzugehen, die seine Bahn mit sich bringt. Die meisten Planeten weisen nahezu kreisförmige Umlaufbahnen auf, die eng entlang der flachen Ebene der Ekliptik ausgerichtet sind. Schauen wir uns die Bahn des Eisplaneten an, sehen wir, dass sie sich durch eine deutliche Neigung von über 17 Grad gegenüber dieser Ebene auszeichnet. Zudem ist sie sehr exzentrisch. Astronomen sagen dazu, dass ein Planet eine sehr elliptische Umlaufbahn besitzt. Zeitweise rückt Pluto sogar näher an die Sonne heran als Neptun. Diese besondere Bahncharakteristik führt dazu, dass Pluto im Laufe seiner langen Umlaufzeit von etwa 248 Jahren extrem unterschiedliche Abstände von der Sonne erfährt. Obwohl Pluto und Neptun scheinbar gefährlich nahe Bahnen haben, wenn man sie von oben betrachtet, verhindert die Neigung von Plutos Bahn, dass es tatsächlich jemals zu einer Überschneidung oder gar einem Zusammenstoß kommt. Sein Orbit wird durch eine sogenannte dynamische Wechselwirkung mit Neptun stabilisiert, die als 3:2 Resonanz bekannt ist. Diese Resonanz bedeutet, dass auf zwei Umläufe von Pluto um die Sonne drei Umläufe von Neptun kommen. Die Bahnneigung und Exzentrizität des Zwergplaneten verhalten sich auf lange Sicht recht chaotisch, was durch die Gravitationseinflüsse der anderen Planeten, insbesondere Neptuns, verursacht wird. Diese Wechselwirkungen könnten theoretisch über extrem lange Zeiträume die Bahn von Pluto so verändern, dass eine Kollision möglich wäre. Jedoch sorgt die 3:2 Resonanz dafür, dass Plutos Umlaufbahn in einem solch rhythmischen Muster verläuft, dass die gegenseitigen Positionen von Pluto und Neptun über Millionen oder vielleicht sogar Milliarden von Jahren stabil bleiben. Trotzdem sind Vorhersagen über die genaue Position von Pluto auf Zeitskalen, die über einen Zeitraum von 10 bis 20 Millionen Jahren hinausgehen, aufgrund der empfindlichen Abhängigkeit von kleinen, unvorhersehbaren Faktoren im Sonnensystem sehr unsicher. Eine derartige Resonanz ist ein mächtiges, dynamisches Phänomen, welches verhindert, dass sich die Bahnen der beiden Körper relativ zueinander verändern. Als Ergebnis dieser Wechselwirkung können Pluto und Neptun sich niemals nahe kommen, was jegliche Kollisionsgefahr ausschließt. Sogar wenn Plutos Bahn nicht geneigt wäre, würde diese Resonanz immer noch einen Zusammenstoß verhindern. Das bedeutet, dass die Schwerkraftwirkungen zwischen Pluto und Neptun eine Art Feedback-Mechanismus darstellen, bei dem durch die leichte Anpassung der Umlaufgeschwindigkeit von Pluto seine Bahn leicht erweitert wird, wodurch die Synchronisation der Bahn erhalten bleibt. Dieser Feinabstimmungsprozess, der etwa 20.000 Jahre dauert, ist ein Beispiel für die komplexen Wechselwirkungen, die die Stabilität der Umlaufbahn im Sonnensystem gewährleisten. Neben der Umlaufresonanz tragen auch weitere resonante Beziehungen und die Wechselwirkungen mit anderen Planeten zur Stabilität des Zwergplaneten bei. Ein wesentlicher Mechanismus ist dabei die sogenannte Libration oder Schwingung des Arguments des Perihels von Pluto. In der Astronomie bezeichnet Libration im Allgemeinen eine Art von Schwingungsbewegung. Es handelt sich um eine Oszillation, die auftritt, wenn ein Himmelskörper, wie ein Planet oder Mond, in seiner Rotation oder Bahn leichte Abweichungen zeigt. Diese Libration kann dazu führen, dass unterschiedliche Teile des Himmelskörpers über Zeit sichtbar werden,
oder dass die Orientierung des Himmelskörpers leichte Variationen aufweist. In Bezug auf Planetenbahnen kann die Libration sich darauf beziehen, wie bestimmte Bahnparameter, wie das Argument des Perihels, um einen Mittelwert schwanken. Dieses wiederum ist ein spezifischer Winkel in der Bahn eines Himmelskörpers um die Sonne. Es misst den Winkel zwischen dem Punkt der Bahn, an dem der Himmelskörper der Sonne am nächsten ist, und seinem aufsteigenden Knoten, also dem Punkt, an dem der Himmelskörper die Ekliptikebene von Süden nach Norden kreuzt. Das Argument des Perihels ist wichtig, um die Orientierung der elliptischen Bahn eines Planeten im Raum zu beschreiben. Dieser Winkel oszilliert um 90 Grad, was bedeutet, dass Pluto genau dann am nächsten zur Sonne ist, wenn er sich auch am weitesten oberhalb der Bahnebene des Sonnensystems befindet. Plutos Umlaufbahn ist demnach nicht einfach nur exzentrisch. Anhand eines solch kleinen Himmelskörpers sehen wir, wie fein die Orbits innerhalb des Sonnensystems selbst zwischen einem riesigen Gasplaneten und einem kleinen Zwergplaneten abgestimmt sind. Neptun ist aufgerundet etwa 7823 Mal schwerer als Pluto. Und doch hat der kleine Planet Auswirkungen auf die Bahn des Größeren. Wir wollen uns jetzt aber auf Plutos Oberfläche begeben und uns anschauen, was der Planet zu bieten hat und wie komplex die Vorgänge sind, die mehrere Milliarden Kilometer von uns entfernt ablaufen. Betrachten wir von der Sonde New Horizons getätigte Aufnahmen der plutonischen Oberfläche, sehen wir nicht nur ein riesiges, herzförmiges und als Sputnik Planitia bekanntes Gebiet, sondern bei näherer Observation auch merkwürdige Dünen, die stark den Varianten in den Wüsten der Erde ähneln. Wie kommen diese zustande und was bedeuten sie für die Astronomie? In einer Forschungsarbeit führen der Astronom Matt W. Telfer und sein internationales Team von Planetenwissenschaftlern eine Untersuchung dieser plutonischen Dünen vor. Die von der Raumsonde New Horizons gelieferten, hochauflösenden Bilder und spektralen Daten enthüllten schon vor einigen Jahren das Vorhandensein von regelmäßigen, linearen Erhebungen, die in ihrer Morphologie, also ihrem Aussehen, Verteilung und Ausrichtung, Dünen ähneln. Diese Dünen, die in der Nähe von bergigen Regionen und orthogonal zu nahegelegenen Windstreifen liegen, haben eine Wellenlänge von etwa 0,4 bis 1 Kilometer. Das Team schließt daraus, dass die Dünen aus Methaneispartikeln mit einer Größe von etwa 200 bis 300 Mikrometern bestehen, die sich bei moderaten Windgeschwindigkeiten von weniger als 10 Metern pro Sekunde abgelagert haben. Das ungestörte Aussehen der Dünen und ihre Beziehung zum darunterliegenden konvektiven Gletschereis deuten darauf hin, dass sie in der jüngsten geologischen Vergangenheit entstanden sind. Die Existenz von Dünen auf einem Planeten setzt zwei Dinge voraus. Es braucht ein Materialangebot, aus dem die Dünen bestehen, und etwas, das in der Lage ist, Partikel zu bewegen, zum Beispiel Wind. Ähnliche Dünen wurden bereits an überraschenden Orten im Sonnensystem entdeckt, wie zum Beispiel auf Saturns Mond Titan und trotz des Fehlens einer beständigen Atmosphäre auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Vor dem Vorbeiflug von New Horizons an Pluto waren die Vorhersagen über Oberflächenprozesse aufgrund der niedrigen Schwerkraft Plutos, seiner dünnen Atmosphäre, der extremen Kälte und der Zusammensetzung der Oberfläche aus Stickstoff, Kohlenmonoxid, Wasser und CH4-Eisen schwierig. Nichtsdestotrotz vermutete man, dass die Dünen aufgrund der dünnen, aber potenziell kraftvollen Winde entstanden sein könnten. Das Team argumentiert, dass die Beobachtungen der Dünen auf Pluto deren Interpretation als aufgrund von Winden entstandene Strukturen unterstützen, da ihre morphologischen Eigenschaften denen von Dünen auf der Erde ähneln. Die Ausrichtung der Dünen und deren systematische regionale Variation passen gut zu dem, was man von einem sogenannten Windregime auf Pluto erwarten würde. Das bedeutet nichts anderes, dass es Wind auf diesem Planeten gibt. Die Anwesenheit von deutlichen Windstreifen, die senkrecht zu den Dünen verlaufen, deutet auf die Wirksamkeit der Winde hin. Mit über 357 identifizierten hellen linearen Erhebungen und zusätzlichen dunkleren Windstreifen liefert die Studie überzeugende Beweise für dynamische Oberflächenprozesse auf Pluto, die durch eine Kombination aus Kältevulkanismus, Sublimation und vielleicht sogar atmosphärische Umwälzung erschaffen wurden. Die schon mehrfach angesprochene Ebene namens Sputnik Planitia dürfte jedoch die bislang bekannteste Region des Planeten sein. Weil sie so photogen aussieht und einem Herz ähnelt, ist sie zu Plutos Markenzeichen geworden.
Sie ist nach dem ersten künstlichen Erdsatelliten, Sputnik 1, benannt und bildet den westlichen Teil der herzförmigen Tombow-Region. Sie erstreckt sich über 1050 x 800 Kilometer und befindet sich hauptsächlich auf der Nordhalbkugel von Pluto, reicht aber auch über den Äquator. Die Oberfläche von Sputnik Planitia ist von unregelmäßigen Polygonen geprägt, die durch Gräben getrennt sind, was auf Konvektionszellen in dem relativ weichen Stickstoffeis hinweist. Diese Polygone haben durchschnittlich einen Durchmesser von etwa 33 Kilometern. Lockige Berge oder Hügel, dunkleres Material und scheinbare Windstreifen wurden auch in einigen Gräben gefunden. Diese Ebene zeigt zudem Gruben, die durch die Sublimation entstanden sein könnten. Die Abwesenheit von Kratern deutet auf eine sehr junge Oberfläche hin, die weniger als 10 Millionen Jahre alt ist, wobei Modelle zur Bildung dieser ein Alter von etwa 180.000 Jahren nahelegen. Die Zusammensetzung des Beckens besteht hauptsächlich aus Stickstoffeis, mit kleineren Anteilen an Kohlenmonoxid und Methaneis, wobei die genauen Verhältnisse ungewiss sind. Bei Plutos Umgebungstemperatur von unter minus 200 Grad ermöglicht die geringere Dichte und Steifigkeit des Stickstoff- und Kohlenmonoxideises im Vergleich zu Wassereis Fließbewegungen, die Gletschern auf der Erde ähneln. Das Stickstoffeis ruht auf der viel steiferen Wassereiskruste von Pluto. Es wird angenommen, dass Sputnik Planitia ursprünglich durch einen Einschlag entstanden ist, der volatiles Eis angezogen hat, obwohl auch die Möglichkeit besteht, dass die Eisanhäufung an dieser Stelle die Oberfläche absenkte und so zu einer Beckenbildung führte, ohne dass ein Einschlag stattfand. Das Terrain auf Pluto in der Nähe von Sputnik Planitia könnte durch seismische Energie, die durch den formenden Einschlag fokussiert wurde, verändert worden sein. Die Akkumulation, also die Anhäufung von Stickstoffeis, könnte zu einer positiven Schwerkraftanomalie geführt haben, was eine Polwanderung verursacht und die Drehachse von Pluto neu orientiert haben könnte, sodass Sputnik Planitia nahe der Pluto-Charon-Gezeitenachse zu liegen kam. Wenn die Ebene durch einen Einschlag entstanden ist, würde die Anomalie auf einen darunter liegenden subglazialen Ozean hindeuten, während eine alternative Hypothese auf die Akkumulation von Eis in einer einzigen Kappe ohne Einschlag abzielt. Die Forscher fanden zudem heraus, dass sich Material aus der Atmosphäre in der Ebene ablagert und im Pluto-Frühling, wenn der Zwergplanet sich der Sonne nähert, wieder verdampft. Dadurch werden die Ablagerungen auf der Ebene im Laufe der Zeit immer dicker, wodurch der Druck auf den vermuteten, darunterliegenden Wasserozean erhöht wird. Dies könnte zu vermehrter kältevulkanischer Aktivität führen, auch kryovulkanische Aktivität genannt, wodurch Wasser in die Atmosphäre gelangt und die Eisschicht des Planeten dicker macht. Pluto erscheint uns als eine einsame Welt, umgeben von ewiger Finsternis. Seine Oberfläche ist bestenfalls in einem diesigen Zwielicht gebadet. Wir erheben uns nun und wollen jetzt in die plutonischen Lüfte emporsteigen, in der Hoffnung, die Geheimnisse seiner Atmosphäre zu enträtseln. Venus ist als ein Planet bekannt, der eine dichte Atmosphäre sowie höllische Temperaturen besitzt. Nur eine Handvoll Sonden landeten je auf ihrer Oberfläche und überlebten dort nur einige Stunden. Vom Weltall aus betrachtet, erhaschen wir im für Menschen mit dem Auge sichtbaren Strahlungsspektrum keinen einzigen Blick auf ihre Oberfläche und sehen nur ihre Gashülle. Mit dem Zwergplaneten Pluto hingegen ist das völlig anders. Die Bilder der Sonde New Horizons zeigen eine Welt, die wie der gaslose Mond eines Planeten, etwa von unserer Luna, aussieht. Die Oberfläche ist direkt sichtbar und keine sichtbare Lufthülle versperrt unseren Blick. Und doch besitzt der Zwergplanet eine sehr dünne, feine Atmosphäre, die mit der Erde eines gemeinsam hat, besteht hauptsächlich aus Stickstoff und wird durch kleinere Mengen an Methan und Kohlenmonoxid ergänzt. Diese Gase entstammen den Eisschichten auf der Oberfläche Plutos und sublimieren unter Sonneneinstrahlung in die Atmosphäre, was bedeutet, dass sie direkt vom gefrorenen in den gasförmigen Zustand überwechseln. In dieser atmosphärischen Umgebung werden sie durch hochenergetische kosmische Strahlung in komplexere chemische Verbindungen umgewandelt. Zu diesen Verbindungen zählen Ethylen, Acetylen und Toline. Diese sind für die markante braune Färbung Plutos verantwortlich und geben dem Zwergplaneten sein farbliches Markenzeichen. Besonders interessant sind die starken saisonalen Schwankungen der Atmosphäre, die auf die ungewöhnlichen Eigenschaften von Plutos Umlaufbahn und axialer Rotation zurückzuführen sind.
Diese Schwankungen spiegeln sich in Veränderungen der atmosphärischen Zusammensetzung und Druckverhältnisse wider, die durch die sich ändernde Sonneneinstrahlung während Plutos langjähriger Umlaufzeit um die Sonne verursacht werden. Der atmosphärische Druck an der Oberfläche Plutos ist mit etwa 1 Pascal außerordentlich niedrig, vergleichbar mit nur einem Hunderttausendstel des atmosphärischen Drucks auf der Erde. Dieser niedrige Druck führt zu einer extrem dünnen Atmosphäre. Dadurch kann keine Wärme gespeichert werden, weshalb die Oberflächentemperaturen auf Pluto zwischen minus 230 und minus 210 Grad Celsius variieren, jedoch in höheren Schichten der Atmosphäre ansteigen. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf den Treibhauseffekt zurückzuführen, der durch das in der Atmosphäre vorhandene Methan verursacht wird. Trotz der geringen Dichte der Atmosphäre spielt sie eine signifikante Rolle bei der Beeinflussung der Temperatur auf der Oberfläche des Zwergplaneten. Die wissenschaftliche Untersuchung der Atmosphäre Plutos begann in den 1980er Jahren und umfasste erdgebundene Beobachtungen von Sternenverfinsterungen sowie spektroskopische Analysen. Da natürlich Wissenschaftler Plutos Atmosphäre nicht durch die Sonne betrachten können, sind sie davon abhängig, dass der Zwergplanet Sterne bedeckt. In der Fachsprache heißt das Okkultation. Findet eine solche statt, kann das vom Stern ausgehende Licht analysiert werden, wenn es die Atmosphäre Plutos durchquert. Dabei absorbiert diese bestimmte Wellenlängen des Lichtes, was Astronomen bei einer Spektroskopie als Spektrallinien bemerken. Diese Beobachtungen lieferten erste Einblicke in die Zusammensetzung und das Verhalten der Atmosphäre. Besser jedoch als jede Okkultation und ein bedeutender Fortschritt in der Erforschung der Pluto-Atmosphäre wurde mit der Ankunft der Raumsonde New Horizons im Jahr 2015 erzielt. Diese gab den Astronomen detaillierte Daten und Bilder, die eine umfassendere Analyse der Atmosphäre ermöglichten. Insbesondere entdeckte die Sonde einen mehrschichtigen Dunst, der die gesamte Oberfläche Plutos umhüllt und bis in Höhen von über 200 Kilometern reicht. Diese Entdeckung zeigte Astronomen die Komplexität und Dynamik der Atmosphäre Plutos auf und lieferte wertvolle Informationen über die Verteilung und Zusammensetzung der atmosphärischen Gase sowie über die Wechselwirkungen zwischen Gashülle und Oberfläche. Pluto ist wohl einer der wenigen Himmelskörper in unserem Sonnensystem, mit Ausnahme vom Saturnmond Titan, die eine mehr oder weniger ständige und von Jahreszeiten abhängige Gashülle besitzen. Doch was ist mit seinen Monden? Sind sie einer Erwähnung wert oder können wir sie getrost ignorieren? So winzig und doch so bemerkenswert. Im Pluto-System ist nicht nur der Zwergplanet selbst ein sehr spannendes Objekt, sondern auch seine 5 Monde, wobei wir hier nicht unbedingt von Monden sprechen, sondern von einem Mehrfachplanetensystem. Von den 5 ist Charon nicht nur der größte Mond, sondern auch ein bemerkenswertes Beispiel für Mond-Planet-Beziehungen im Sonnensystem. Mit einem Durchmesser von etwa 1212 Kilometern besitzt der bemerkenswerte 50% der Größe seines Mutterkörpers Pluto, verfügt über etwa 12,2% seiner Masse. Diese Größe und Masse verleihen Charon eine bedeutende Rolle in der Dynamik des Pluto-Systems. Wir haben bereits gesehen, dass der gemeinsame Schwerpunkt, auch Baryzentrum genannt, außerhalb von Pluto liegt. Beide Himmelskörper zeigen eine gebundene Rotation, was bedeutet, dass sie einander während ihrer Umlaufbahn stets dieselbe Seite zuwenden. Charons Oberfläche weist eine Vielfalt an geologischen Merkmalen auf, darunter Canyons, Gräben und mögliche Anzeichen von kryovulkanischer Aktivität. Die Entdeckung einer nordpolaren Kappe aus Tholin, die durch ultraviolette Strahlung aus Methan- und Stickstoffatomen in der Atmosphäre Plutos entstanden sein könnte, deutet auf einen komplexen Austausch zwischen den Atmosphären von Pluto und Charon hin. Diese Verbindungen tragen zur Bildung komplexer organischer Moleküle bei, die wiederum für die Astrobiologie von großem Interesse sind. Die Geschichte von Charons Entdeckung ist ebenso faszinierend wie seine physikalischen Eigenschaften. James W. Christie, der Charon 1978 entdeckte, tat dies durch die sorgfältige Analyse von Unregelmäßigkeiten in den Bildern Plutos. Die leichte Elongation, die er auf fotografischen Platten beobachtete, war anfangs nur ein Hinweis, der durch zusätzliche Untersuchungen bestätigt werden musste. Diese Anomalie in der Form von Pluto konnte schließlich auf älteren Platten bis ins Jahr 1965 zurückverfolgt werden. Nach der Bestätigung der Entdeckung und der offiziellen Anerkennung durch die Internationale Astronomische Union erlangte Charon eine wichtige Bedeutung für die Astronomie, da er es ermöglichte, die Masse und Albedo von Pluto neu zu berechnen. Die gegenseitigen Verfinsterungen und Transits des Pluto-Systems zwischen 1985 und 1990 boten Astronomen eine seltene Gelegenheit,
weitere Einblicke in die physischen Eigenschaften beider Himmelskörper zu gewinnen und deren Orbitaleigenschaften präziser zu bestimmen. Doch können wir Charon wirklich als einen Mond von Pluto auffassen oder eher als einen Doppelzwergplaneten? Aufgrund ihrer einzigartigen orbitalen Eigenschaften und der relativen Größe der beiden Körper zueinander ist diese Bezeichnung durchaus gerechtfertigt. Im traditionellen Verständnis eines Planet-Mond-Systems kreist ein Mond um einen Planeten, wobei der Schwerpunkt innerhalb des größeren Körpers liegt. Bei Pluto und Charon jedoch liegt das Baryzentrum, also der Schwerpunkt, außerhalb von Pluto, genauer gesagt in der Raumregion zwischen den beiden Körpern. Wenn wir das komplette System betrachten, sehen wir sogar, dass alle Himmelskörper dieses Systems, auch die anderen vier Monde, um das Baryzentrum kreisen. Dies bedeutet, dass sowohl Pluto als auch Charon um einen gemeinsamen Schwerpunkt im Raum kreisen, statt dass Charon direkt um Pluto kreist. Diese Art der Bewegung ist charakteristisch für ein Doppelkörpersystem, wie es bei einigen Sternensystemen der Fall ist. Darüber hinaus ist auch das Größenverhältnis zwischen den beiden massivsten und größten Himmelskörpern des Systems ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Bezeichnung als Doppelzwergplanetensystem rechtfertigt. Charon ist mit einem Durchmesser von etwa 1212 Kilometern im Vergleich zu Plutos Durchmesser von etwa 2377 Kilometern verhältnismäßig groß. In der Tat beträgt Charons Masse etwa ein Achtel der Masse Plutos, was ihn zum größten Mond bzw. zum größten Begleiter im Verhältnis zur Größe seines Planeten im gesamten Sonnensystem macht. Diese beiden Aspekte zusammen erheben Pluto und die anderen Himmelskörper damit zum einzigen Mehrfachsystem im gesamten Sonnensystem. Doch was ist mit den anderen Himmelskörpern im Mehrfachsystem? Wie wenig wir bis zum Vorbeiflug von New Horizons über Pluto und seine Kollegen wussten, zeigen seine kleineren Begleiter. Styx ist ein kleiner natürlicher Satellit, der erst am 11. Juli 2012 entdeckt wurde und durch Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zwischen dem 26. Juni und dem 9. Juli 2012 identifiziert wurde. Mit einer längsten Ausdehnung von etwa 16 Kilometern und einer Umlaufzeit um Pluto von 20,1 Tagen ist Styx der zweitnächste und letztentdeckte Mond von Pluto. Die Entdeckung dieses Mondes, die im Rahmen der Vorbereitungen für die Pluto-Vorbeiflugmission der Raumsonde New Horizons erfolgte, löste Bedenken über möglicherweise unentdeckte Objekte in dieser Region aus, die eine Gefahr für die Sonde hätten darstellen können. Styx könnte aus den Trümmern einer Kollision zwischen Pluto und einem anderen Objekt des Kuipergürtels in der fernen Vergangenheit des Zwergplaneten entstanden sein und weist eine hohe Albedo auf, was auf eine überwiegend wasserreiche Zusammensetzung hinweist. Der Mond bewegt sich in einer nahezu kreisförmigen Umlaufbahn, die Teil eines komplexen Systems von Resonanzen mit anderen Pluto-Monden ist und zeigt eine chaotische Rotation, die nicht gebunden ist, im Gegensatz zu der vieler anderer Monde im Sonnensystem. Im Vergleich mit Styx würde nichts herausstechen. Am 15. Mai 2005, von Astronomen mit dem Hubble-Weltraumteleskop entdeckt, ist er mit einer Ausdehnung von etwa 49,8 Kilometern nicht nur größer als Styx, sondern weist auch eine rötlich gefärbte Oberfläche auf, die vermutlich auf einen Einschlagskrater zurückzuführen ist. Nyx wurde nach der griechischen Göttin der Nacht, Nyx, benannt, was angesichts der Abgeschiedenheit des Pluto-Systems sehr passend ist. Wie auch bei anderen Himmelskörpern in dieser Region des Sonnensystems lässt die helle Oberfläche des Mondes auf das Vorhandensein von Wassereis schließen, obwohl die genaue Zusammensetzung und Geologie noch unklar sind. Der Mond weist eine chaotische Rotation auf und seine Helligkeit variiert, was auf unterschiedliche Albedo-Eigenschaften der Oberfläche hindeutet. Mit nur 51 Kilometern Durchmesser ist Hydra der zweitgrößte Mond dieses Zwergplaneten. Er wurde zusammen mit Nix mit dem Hubble-Weltraumteleskop am 15. Mai 2005 entdeckt und später nach der vierköpfigen Schlange aus der griechischen Mythologie benannt. Als fünfter und äußerster Mond Plutos zeichnet sich Hydra durch eine hochreflektierende Oberfläche aus, die hauptsächlich aus Wassereis besteht und somit eine ähnliche Zusammensetzung wie die anderer Pluto-Monde aufweist. Dieser Mond hat eine unregelmäßige Gestalt und rotiert synchron zu seiner Umlaufbahn um Pluto, wobei die New Horizons-Mission im Juli 2015 detaillierte Bilder lieferte. Die Entstehung von Hydra wird auf eine massive Kollision Plutos mit einem anderen Objekt im Kuipergürtel zurückgeführt, ähnlich der Theorie zur Entstehung des Erdenmondes, wobei die Pluto-Trümmer schließlich zu Hydra und den anderen Monden zusammenfanden. Pluto.
Pluto ist eine Welt, ergriffen von zwischenzeitlicher Dämmerung und langanhaltender Finsternis. Das Sonnenlicht trifft hier nur mit einem Bruchteil seiner Stärke ein, die es auf den inneren Planeten besitzt. Die durchschnittlichen Temperaturen unterbieten jeden Kälterekord auf den Gesteinsplaneten, inklusive Merkur oder den jupiterschen Monden. Nur noch weiter entfernte Welten wie Eris, Makemake oder andere Zwergplaneten des Kuipergürtels könnten von sich behaupten, noch kälter zu sein und noch weniger Sonnenlicht zu erhalten. Und doch tut sich auf Pluto einiges. Er besitzt eine recht lebendige Geologie, die sogar jene des viel massereicheren Erdmondes übertrifft. Er hat eine temporäre Atmosphäre, die jedoch in den Pluto-Wintern vollständig gefriert und als Schnee auf seine Oberfläche fällt. Und er ist vielleicht der einzige halbwegs große Himmelskörper im Sonnensystem, der je nach Sichtweise einen Doppelzwergplaneten bildet. Kein anderer größerer Körper im gesamten Planetensystem, mit Ausnahme von ein paar Asteroiden, besitzt nämlich ein derart weit außerhalb seines massereichsten Objekts liegendes Baryzentrum. Da fragen wir uns, wie würde sich ein Mensch vorkommen, der diesen entlegenen Ort besucht? Zum Glück gibt es dazu das Logbuch eines Astronauten, welches mir freundlicherweise aus der Zukunft zugeschickt wurde. Erhaltet hier einen einmaligen Einblick in die Zukunft der Raumfahrt und die Gedanken und Erlebnisse eines Bürgers der Weltregierung aus dem Jahr 2130. Eintrag 1. Ankunft beim Zwergplaneten. Nach einer jahrzehntelangen Reise durch die unermesslichen Weiten des Raums nähert sich unser Schiff endlich dem fernen Außenposten des Sonnensystems, Pluto. Die Stille hier draußen ist überwältigend. Selbst die ständige Betriebsamkeit meines Raumschiffs fühlt sich wie ein flüchtiges Flüstern im Vergleich zur endlosen Leere um mich herum an. Die Oberfläche ist ein Kaleidoskop aus Stickstoffeis, das in der schwachen Sonne schimmert. Während ich in der Schwerelosigkeit vor dem Beobachtungsfenster schwebe, fühle ich mich wie ein Entdecker aus einer anderen Zeit, konfrontiert mit einer Welt, die gleichermaßen faszinierend und unerreichbar erscheint. Eintrag 2. Erkundung der Atmosphäre und Oberfläche. Mein erster Außeneinsatz auf Pluto ist von der schieren Fremdartigkeit dieses Ortes geprägt. Während ich die dünne Atmosphäre des Zwergplaneten durchquere, umhüllt mich ein diffuses Licht und die Sterne verblassen in einem perlmuttartigen Schleier. Die Atmosphäre ist ein zartes Gewand aus gefrorenen Gasen, das in der Sonne glitzert und sich in ständiger Veränderung befindet. Ich steige in meinem Raumanzug durch die dünnen Schichten von Stickstoff, Methan und Kohlenmonoxid, die in einem ewigen Tanz von Sublimation und Wiedervereisung gefangen sind. Auf der Oberfläche angekommen, ist das Gefühl der Isolation vollständig. Ich stehe auf einer endlosen Ebene aus Eis, umgeben von Bergen, die wie stille Wächter in der Dunkelheit drohen. Mein Blick fällt auf Sputnik Planitia, die herzförmige Region, die in der schwachen Sonne glänzt. Es ist ein Anblick, der sowohl schön als auch bittersüß ist, da er mich an die unermessliche Entfernung von meinem eigentlichen Zuhause erinnert. Eintrag 3. Begegnung mit Charon und den Monden. Die Interaktion mit Plutos größtem Mond Charon ist ein außergewöhnliches Erlebnis. Von der Oberfläche Plutos aus betrachtet, hängt Charon scheinbar bewegungslos am Himmel. Ein Zeugnis des gebundenen Rotationssystems, das diese beiden Himmelskörper teilen. Ich beobachte, wie das Licht langsam um Charon wandert und ein ständiges Spiel von Licht und Schatten über seine zerklüftete Oberfläche zieht. Es ist ein Ballett der Schwerkraft, das ich mit einer Mischung aus Ehrfurcht und wissenschaftlicher Neugier verfolge. Die anderen Monde, Styx, Nix, Kerberos und Hydra, sind nur schwer auszumachen, aber ihr Vorhandensein ist wie ein Flüstern, das die Stille auf der Oberfläche Plutos durchbricht. Hier, in der Kälte und Abgeschiedenheit, fühle ich mich als Teil eines größeren kosmischen Puzzles, dessen Umrisse nur schwer zu erfassen sind. Jeder Blick in den Himmel ist ein Blick in die Vergangenheit. Und jedes erfasste Bild ein Hinweis auf die komplexen Kollisionen und Bindungen, die diese entfernten Welten geformt haben.